Herzlich willkommen zurück zu Spyro 2 Ripto's Rage in der Reignited Trilogy. So, wir haben letztes Mal die Skelos-Einöde gemacht, glaube ich. C4, na, lass doch C4 gehen. Why not? Einfach mal nach C4. Ah, ich dachte, die Cutscene kommt jetzt sofort, aber die kommt nach der Ladesequenz. Okay. Okay, erstmal das Mikro richten. So. Gut. Bin mal gespannt. Ich weiß, C4 ist ja irgendwie magische Welt und so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, C4 war eine coole Welt. Kann auch sein, dass ich mich da täusche und meine Erinnerungen falsch sind. Sehr explosiv das Ganze. Und die Bösen sind hier die Vögel, was man vielleicht nicht gemeint hätte. Spyro, wir haben ein klitzekleines Problem. Die Windbauer haben uns hier festgenagelt und wir suchen einen Freiwilligen, um ihr Munitionslager in die Luft zu jagen. Da kommst du ins Spiel. Okay, wir sprengen das Munitionslager in die Luft. Kein Problem. Der Baum sieht irgendwie ziemlich, aua, instabil aus. Kann ich euch irgendwie erwischen? So, dass die auch mal aufhören mit ihren Bomben? Ah, von hier vielleicht. Nee. Ah, Rakete. Nice. Wo kommt der denn her? So. Okay. Wäre so cool, wenn dieser Baum jetzt umfallen könnte. Kann aber nicht. Schade. Und es wäre cool, wenn ich die Raketen essen könnte und zurückspucken. So, wie kriege ich euch denn jetzt klein? Mal auf das Haus hier? Nein. Verdammt. Eins. Ah, verdammt. Ah, oh, verdammt. Okay, den muss man echt... So, wir wollen ja alle Gegner haben. Hier gibt es ja bestimmt wieder Tore, die... Ja, da hinten fliegt es doch schon. Da fliegt es doch schon hin. Tore, die wieder Gegner brauchen. Da wollen wir so schnell wie möglich so viele Gegner wie möglich. Möglich. Kannst du auch irgendwas ohne Kugeln? Oh, achso, nee, der gehört zu uns. Ich krieg die verflixte Kanone nicht zum Feuern. Kannst du den Vogel da vorne erwischen? Spring rauf und versuch's mal. Okay, Schnecke. Ich glaube, das sind Schnecken. Oder? Sind das Schnecken? Ich weiß es nicht. So, das nehmen wir mal so. Oh. Es ist natürlich runtergefallen. Gosh, Damn it. So. Der Vogel da? Ja gut. Das sollte kein Problem sein. So, Vogel weg. Perfekt. Und das da wollen wir auch aufhaben. Noch was? Ich sehe nichts. Gut, sammeln wir erstmal die ganzen Edelsteine. Dann hier die hier. Und gucken, was hier drin ist. Edelsteine! Gut, haben wir aber schon mal. Es gibt hier 400, 4 Kugeln und den Talisman. Einen Fähigkeitenpunkt anscheinend nicht. Oh. Hätte ich fast nicht jetzt... Ich denke mal, die Vögel sind nett, aber sind sie ja nicht. Wo holt er die her? Wo holt er die her? Wie kann der die alle im Magen haben? Das gibt doch Sodbrennen. Auf Dauer. Oder nicht?
Hat der die Made da gejagt? Das ist ganz schön gemein. Oder Raupe. Da sitzt so ein Vogel. Ich Dinge zu verpassen. Aber Sparks, schick da hin. Ich versuche den ja so wenig zu nutzen wie möglich. So, eine Kanone. Oh, ein ganzes TNT hier am Start. Das da wollen wir haben. Ja. Kann das da aufschießen? Tatsache, okay. Das TNT treffe ich von hier nicht, ne? Als ob. Ich glaube, das ist der Story, das ist die Story-Mission, oder? Okay. Was ist das denn da unten? Was ist das da für ein Rüsseltier? Wo ist es? Was ist es? Warum ist es knuffig? Was ist es? Was schimmert durch das Fenster dort? Das Fenster dort oben, du Narr. Der Professor sucht nach einer Möglichkeit, mich wieder mit Julia zu vereinen. Doch ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Finde den Professor. Das ist Julia. Bist du etwa mit einer Vogeldame zusammen? Das geht ja gar nicht. So, Moment. Was ist mit dir? Seid ihr die Viecher, die man früher... Ich glaube, das sind die. Oh, es gab hier eine, der hat seine... Ich sag mal, Schafe. Das sind eindeutig keine Schafe. Das sind irgendwelche Rüsseltiere. Gesucht. War das in dem Level? Irgendwas tötet sich da oben. Ja, das war hier. Früher war das voll die Qual. Hier geht's ja voll klar. 1 von 5. Ich gucke voll traurig. Der Vogel greift mich noch an. Was will hier Stress? Irgendwas will hier Stress. Die da oben wollt Stress. Ihr greift mich an. Kann das? Warte, ich geh erstmal hoch. Obwohl, nee, warte. Ich hol erst die Tierchen. Immer noch eins. Drei waren hier. Da. Kriege ich dich denn da hoch? Red Dead Redemption Update. Hallo. Ah, nee, in der Luft kann man dich nicht mehr hochspucken. Das heißt, ich muss dich komplett den Weg hier lang spucken. Okay, machen wir. Wenn es sein muss. Okay. Wollte nur gucken, dass ich hier in dem Gras... Ich hoffe, das stört dich überhaupt nicht, wenn ich das zwischendurch mache. Ich weiß, einige stört das. Und wollen, dass ich den nicht so oft benutze. Aber ich will einfach nur sicher gehen, dass ich im Mohngras nichts übersehe. Au. Ich bin Klein Bo Beep und meine Kulex sind ausgebüxt. Kulex, genau so heißen die. Die Kämpfen hier laufen sich ständig weg. Kannst du mir helfen, sie wieder ins Gehege zu treiben? Ja. Mach ich. Moment. Mein Gott, und mein E-Mail-Programm ist auch an. Jetzt haben wir alles. Random Game Updates. Und mein E-Mail-Programm. Alles dabei. So, einmal wieder hoch. Und hier mit der Kanone treffe ich aber nicht das Tor hinten bei dem... Nee, impossible. So, wir machen jetzt erstmal die Flugviecher hier oben. Come at me, bro. Okay, komm doch nicht... Okay. Dann machen wir das erstmal so und warten, bis wir eine Etage höher können. Ey, ich will eine Etage höher. Moment. Ah, da mal. So, ah, ein Weg nach oben. Ist immer toll. Dann spielen wir ein bisschen Super Mario hier. Bitte, bitte. So. Sehr gut. Eine Kanone nehme ich doch sehr gerne. Zack. Und dann schießen wir das da. Nochmal. So.
Perfekt. Und jetzt ein Vogel dazwischen. Treffen wir den irgendwann? Jawohl. Ja. Wie weit noch? Ups. Tada. Noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Außer die Edelsteine, die wir hier freigelegt haben. Ah, damn, ich bin dumm. Moment. I'm stupid. Bin stupid. Ich kann doch hier hoch jetzt. Den Talisman schon mal holen. So, guten Tag. Wow, was für eine Explosion. Zum Glück hatte ich meinen Helm auf. Ach ja, der Colonel wollte, dass ich dir diesen Talisman gebe, sobald du die Verteidigung der Windbauer durchbrochen hast. Gute Arbeit, Soldat. Da haben wir das Bömsche. So, das Tor nach Hause ist schon mal offen. Sehr schön. Die Gegner sind weg. Das heißt, wir können jetzt hier hin. Ach, hier sind auch Vögel. Die mich dauerhaft beschießen. Sind das zwei? Ja. Au, 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 au. Okay, super Feuer haben wir. Kletter ich hier fix hoch. Was ist das? Ach, die war... Oh, nein. Die müssen wir also aussuchen. Da ist so eine Vase. Da ist... Hä? Warte mal, ist hier eine Kanone irgendwo? Ach nee, wir haben ja super Feuer. Brauche ich keine Kanone. Wir müssen nur die dummen Vögel treffen. Okay, einen habe ich. Wo ist der andere? Nur noch zwei. Beide Vögel weg? Okay. Ja, da muss ich jetzt mit dem Superfeuer gleich einmal da hinrennen. Aber vorher nehme ich euch mit. Wie kriege ich die da hoch? Da. Oder? Oder? Ah, nee, mit Superfeuer fliegen die, glaube ich, höher. Oh, nö. Oh, nö. Ja, volle Pulle. Volle Pulle fliegen die höher. Fliegst du jetzt so? Sehr gut. Bleibt mal da oben und lauft bitte nicht wieder runter. Das wäre sehr nett. Ich wäre euch sehr verbunden. So. Ich nehme euch direkt mit. Nicht runterfallen. Nicht so wie ich, bitte. Okay, ich mache das erstmal ohne Superfeuer. Das ist mir sonst zu stressig. Geh. Oh, oh. Runter. Get down. Gib mir mal eine Raupe. Nummer 4 und Nummer. Oh nein. Nummer 5, komm. Danke, Spyro. Hier, nimm das. Du weißt schon, für deine Hilfe. So, erste Kugel. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der wollte für die zweite. Irgendwo da draußen sind noch zwei Kulex, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen.
Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber ich wusste, jetzt kommst du wieder hoch, dass das ziemlich ätzend war. Oh, lol. Da ist ein Edelstein drauf. Wie komme ich da dran? Oh, da war noch ein. Oh mein Gott. Ja, das meine ich. So grüne sieht man im Gras mega schnell. Mega schnell. So komme ich da drauf, ne? Sehr gut. Haben wir den schon mal und ist schnell rüber, damit wir noch einmal schießen können. Mach dir auf! Hä? Als ob das nicht geht. Ach ja. Hier müssen wir auch noch hin. Ach, das ist ja alles so riesig hier. Oh shit. Jetzt habe ich das Kuhleck da hochgeschossen. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Kriegen wir schon irgendwie wieder runter. So, da komme ich her. Hier werden wir mit Fässern beworfen. Hier ist das andere Kuhleck. Weil Edelstein im hohen Gras. Und wir brauchen nur 78. Und dann gerade Grafikbugs, habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ich muss ihn nicht mit Superfeuer holen. Irgendwo. Oh, wieso fliegt denn das so weit? Oh, shit. Ja, lauf weiter, lauf weiter. Wie kriege ich das denn darüber? Ach so. Okay. Es schwebt einfach. Kein Ding. Ey, wenn du da drauf stehen kannst, ne? Kannst du wieder runter? Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, ich komme da jetzt dran. Never komme ich da dran. Ich hab's kaputt gemacht. Aber irgendwie muss ich an den Samen kommen. Von da komme ich da dran. Oder? Wie komme ich hier hoch? Brauch den Samen dafür. Da oben ist noch ein Samen. Hier komme ich hoch. Professor! Spyro, mein Junge, ich habe hier irgendwo eine Zauberbohne, einen Samen für dich. Ah, da ist er ja. Pflanz ihn doch mal ein und sieh, was daraus wird. Okay, pflanze Samen, um zu Julia zu klettern. Norm. So. So, dann muss man... spucken. Hat der mir jetzt wehgetan? Really? So, jetzt müssen wir hier Samen für Samen holen. Mal wieder aus... Ja. Danke. Ja, das sind gute Samen. Was? Wait, what? Doch hier? Bin ich nur zu doof für den Flug oder was ist hier kaputt gerade? Ich glaube, das ist nicht der Samen, den ich sofort holen soll. Moment, dann holen wir den anderen bei dem Kuhleck mal. Aha. Ach, da.
Hab ich... Oh, ich dachte, ich hätte jetzt selber hochgeballert, Alter. Zum Glück können die anscheinend nicht über Kanten hinauslaufen. Das ist sehr nett. Hä, die fliegen irgendwie weiter als die anderen. Guck mal, wie krass die fliegen. Der ist fail. Nee, doch nicht. Das Spiel glitscht den schon dahin. Das ist hoch. Moment. So, warte, ich habe zwei Samen. Einer dahin. Das ist jetzt eine viele Rumrennerei mit den Samen, aber da müssen wir jetzt durch. Ich kann leider immer nur einen in den Mund nehmen. Das klingt alles sehr falsch gerade. Sehr, sehr falsch. Okay. Zack. Hä? Das sieht alles noch nicht richtig aus. Moment, da brauche ich drei. Ach, Moment, ich kann ja den holen. Den habe ich schon wieder ganz... Dass mir das mal wehtut. Den habe ich ja voll vergessen. Oh mein Gott. Selbst damit schaffe ich das nicht. So. Norm. Bob. Jawohl. Ich bin zu doof. Oh mein Gott, um zu klettern. Zu hektisch vor allem. Das ist das Problem. Also wenn man es chillig macht, geht das. Da rede. Als ob das so ein Dreierding ist. So, zack. Alle? Jawollo. Brauch einen Samen. Oder brauche ich einen? Nein. Okay. Gut gemacht, mein Junge. Hier sind noch zwei Samen für den Rest des Weges. Oh, und nimm das hier, wenn das okay ist. Das beult nur meine Taschen aus. Okay, Prof. Okay, das hätten wir. Zwei Samen für den Rest des Weges, sagt er. Wolltest du mal Hunger, Chris? Goddammit. So, what? Wait, what? So, ich muss jetzt diesen Samen mitnehmen. Wahrscheinlich hier hinlegen schon mal. Und den hier mitnehmen. So. Den da reinspucken. Den mitgehen lassen. War anscheinend richtig. Oh nein. Nimm ihn. Süß. Hallo, Julia. Oh, Romeo. Romeo. Wo bist du nur, Romeo? Oh, da ist Romeo. Hier, nimm das. Ich brauche es nicht mehr. Das war weird. Jetzt geht sie zu Romeo. Warum fliegt sie nicht einfach gerade dahin? So. Wir haben noch nicht alle Edelsteine. Du hast mich
mit Julia. Du hast mich wieder mit Julia. Okay, ich hoffe, es hat geklappt. Und ich hoffe, es bleibt da. Und geht nicht wieder in die Ecke. Staubsaugt es? So. Könnt ihr bitte mal... Oh Gott. Enge Höhlen und Kulex sind nicht kompatibel. Danke. So, wir müssten einmal da hoch. Wo ist der andere? Oh, wie gut das ist. Warum nehme ich denn den langen Weg mit dem hier? Da oben? Da oben gibt es anscheinend noch Juwelen. Warte, ich hole die eben. Bevor ich die verpasse. Ach ja, klar. Aber das ist ja am Anfang. Okay, warte, ich gehe eben hin. Ätzend. Ätzend. Ja, ist klar. Ja, aber sonst nichts anderes zu tun hier in der Welt. Da habe ich einen Edelstein gesehen. So, zwei. Danke. Okay. Vielleicht man die auch übersieht hier. Gut, einmal zurück zu den Kulex und dann machen wir die auch eben fertig. Das müssten ja die letzten sein, ja. Also die letzten Kulex sowieso, aber die letzte Kugel ist das auch auf jeden Fall. Da lang. So. Kulex. Früher waren die, glaube ich, die wurden hart vereinfacht. Ich glaube, früher war das mega nervig, die zu holen. Oder man hat es nur gedacht als Kind. Beeindruckend. Alle 7 Kulex zurückgebracht. Nimm diese Belohnung. Nimm diese Belohnung. Dankeschön. Das Spiel alle Kugeln gesammelt? Jawollo, das heißt, wir können zurück in die herbstliche Heimat. Hui. Oh nein, sehe ich die Cutscene jetzt trotzdem, auch wenn ich so reise? Oder muss ich dafür durch die Endtür? Oh nee, das wäre jetzt doof. Ich glaube, man sieht die dann nicht. Oh nein. Oh nö. Okay, ich gehe da jetzt nochmal rein und schneide das. Und wenn ich es nicht schneide, bin ich doof. Dann dürft ihr alle, du bist doof, in die Kommentare schreiben. Wenn ich es nicht schneide. Bis gleich. So, jetzt gehen wir durch die Tür. Ja, hat sich gelohnt. So, ich bin auch extrem schnell einfach nur durchgerusht. Also das Level kann man echt in einer Minute schaffen, wenn man will. Ohne alles zu sammeln. Das ist schon heftig, wie schnell das geht eigentlich. Wie viel Zeit man dann doch in einem Level verbringt. Wenn man alles holt. Gut, aber in dem Part hat leider nur eine Welt geschafft, weil das ist doch eine ziemlich große... Ein Level. Keine Welt. Ein Level. Weil das doch ein ziemlich großes Level war. Und wir sehen uns im nächsten Part von Spyro the Dragon Riptus Rage. Ciao, ciao.